Hallo und herzlich willkommen zu unserer Live-Interview-Reihe mit den Botschafterinnen und Botschaftern des Handwerks. Ich bin Chris vom Social Media Team und ich spreche heute mit den Geschwistern und Fahrzeuglackierern Johanna und Lukas Kaiser. Für ihren Beruf müssen sie gut mit Kunden kommunizieren können und sie brauchen auch gleichzeitig noch technische Fähigkeiten. Und ich versuche jetzt direkt die beiden dazu zu holen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gern direkt in die Kommentare. Wir versuchen so viele wie möglich direkt zu beantworten. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Also, darf ich gleich mit euch anfangen? Klar. Super. Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Ja. Ich bin Johanna Kaiser, bin 23 Jahre alt, komme aus Besisch-Obertiefenbach und bin Fahrzeuglackiererin. Ich bin Lukas Kaiser, bin 19 Jahre alt, komme auch aus Besisch-Obertiefenbach und bin Fahrzeuglackierer. Super. Man sieht im Hintergrund schon, ihr seid in der Werkstatt. Könnt ihr Ja. uns denn mal zeigen, wie euer Umfeld denn so aussieht? Ja, also wir stehen gerade im Kfz-Bereich. Hier stehen noch ein paar Autos. Da sind die Werkbänke alles. Ja, aber wir können auch gleich mal rüber in die Lackiererei gehen. Also wir gehen einfach mal rüber. Okay, das wird wahrscheinlich euer Liebstes sein als Fahrzeuglackierer, Fahrzeuglackiererin, schätze ich. Ja. Könnt ihr uns dann auch gleich mal dort zeigen, mit was ihr euch denn gerade am liebsten beschäftigt? Ja, gut, also es ist Freitag. Freitag gehen die Autos natürlich immer raus, ne? Und so viele Fahrzeuge stehen jetzt gerade nicht mehr hier drin. Aber ja, hier das, das da, das sind unsere Schleifwagen. Dann, das ist noch ein Fahrzeug, was hier drin steht, das ist auch noch eins. Und das ist die ganze Lackiererei. Wir können auch noch mal in die Lackierkabine gehen. Sehr gerne natürlich. Ich glaube, da steht sogar ein Auto noch drin. Und das wäre dann vielleicht eure liebste Tätigkeit, lackieren selbst oder eher die Vorarbeit? Ja, also die Vorarbeit muss natürlich auch gemacht werden. Die macht natürlich auch Spaß. Aber das Lackieren ist dann doch immer noch das Highlight, ne? Also hier haben wir gerade noch einen Porsche drin stehen. Der ist noch komplett roh. Den haben wir, also den müssen wir komplett restaurieren. Und ja. Gleich kommt da noch die Grundierung drauf. Und wahrscheinlich seid ihr auch richtig stolz, wenn das Auto dann fertig ist und dann fährt. Kann das sein? Ja, klar. Besonders wenn er als altes Fahrzeug, sage ich mal, hierher kommt und neu restauriert werden soll und es dann wieder auf der Straße fährt. Okay. Wie seid ihr denn dann überhaupt zu dem Beruf gekommen, ihr beiden? Ich bin tatsächlich durch ein Jahrespraktikum dazugekommen. Die Lackiererei, die war damals bei uns im Nachbardorf. Und dann habe ich gefragt, ob ich dort ein Praktikum machen darf. Dann habe ich das gemacht und dann hat mir das auch sehr gut gefallen. Und dann habe ich die Ausbildungsstelle bekommen. Okay, ja, bei mir war Und das im Prinzip eigentlich genau dasselbe. Ich habe auch ein Jahrespraktikum da gemacht. Und da meine Schwester da schon gearbeitet hat, habe ich gedacht, warum nicht, machst du das auch mal? Und hat mir auch dann Spaß gemacht und so kam ich auch zu der Ausbildung. okay. Würde es euch denn überhaupt noch Spaß machen, außerhalb eures Handwerks zu arbeiten? Ich habe euch gerade so grinsen sehen, als ihr hier in die Kabine gegangen seid und das Auto gezeigt habt. ja, also Spaß machen natürlich auch andere Arbeiten, ne? Aber ich sag mal, ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, in einem anderen Handwerksberuf zu arbeiten, weil, ja, klar, ich weiß nicht so genau, was bei den anderen so gemacht wird. Aber hier ist es definitiv so, dass uns das schon sehr Spaß macht und wir halt auch wissen, was wir hier machen, ne? Aber Ich es weiß nicht, müsste, bei wenn Lukas. überhaupt, Handwerk sein bei euch. Ja, also bei mir schon, bei Ja, Lukas. bei mir auf jeden Fall auch. Also ich kann mich nicht vorne ins Büro setzen und den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen. Das geht nicht. Das heißt, ihr wart schon immer relativ aktiv und hat euch euer Beruf dann dahingehend noch irgendwie verändert? Wir waren schon immer aktiv, ja. Also wir haben noch nie irgendwie auf der faulen Haut gelegen, sage ich mal, ne? Und ja, verändert. Ich würde sagen eher den Lukas als mich, weil vielleicht kann der Lukas das selber sagen. Ja, was heißt verändert? Du siehst halt jetzt die Sachen ganz anders da. Du machst viel mehr und wenn ich jetzt eine Woche Urlaub habe, sage ich mal, ist in Ordnung, aber dann
reicht das auch von der Woche Urlaub her. Danach muss ich wieder irgendwas tun. Weil das ist auch Gewohnheitssache, würde ich sagen. Ist das zur Gewohnheit geworden, ja. Schöne Gewohnheit, wie wir finden eigentlich. Jetzt auch gleich nochmal zu Gewohnheiten. Hat das Ganze denn eure Geschwisterbeziehung, also die Arbeit zusammen, verändert? Ja, also ich muss sagen, am Anfang war es schon schwierig, weil klar, ich musste eigentlich den Lukas so sehen als Azubi und nicht meinen Bruder, weil mit dem Bruder spricht man dann schon anders wie mit einem Azubi. Und ja, am Anfang war es schwierig, bis ich das mal gelernt habe, sage ich mal. Aber mittlerweile ist es auf jeden Fall so, dass wir gut zusammenarbeiten können. Okay. Und gleich auch nochmal an Johanna. Wie ist es denn, wenn Leute nach einem Unfall mit einem kaputten Auto zu euch kommen? Wie sind die denn drauf und wie müsst ihr denn darauf dann reagieren? Also manche sind natürlich total aufgewühlt, wissen nicht, was sie jetzt machen sollen oder wie es jetzt überhaupt weitergeht. Dann müssen wir die natürlich dann erstmal runterholen und sagen, wir machen das schon alles, wir kümmern uns darum. Dann müssen wir uns meistens mit den Versicherungen in Verbindung setzen. Die Kunden bedanken sich dann natürlich auch, dass wir das dann alles für die erledigen. Manchmal sind es ja auch ältere Personen, ne, die sich halt nicht so damit auskennen. Ja, manche reagieren eher gut, manche eher schlecht. Aber Hauptsache, das Auto ist nachher wieder fertig. Und dann sind alle immer froh. Okay, apropos fertig. Lukas, was lackierst denn du dann eigentlich am liebsten? Was machst du dann eigentlich am liebsten fertig? Ich lackiere am liebsten Autos oder? eigentlich Autos, Autoteile und ja, das lackiere ich am liebsten jetzt so Motorradteile oder so. Das mag ich jetzt nicht so gern, aber muss halt auch gemacht werden. Aber am liebsten eigentlich Autos und Teile. Und was war allgemein dein spannendstes Projekt? Mein spannendes Projekt war eine Ganzlackierung beim E30 Cabrio. Da musste ich halt alles von A bis Z selber machen. Das war sozusagen mein spannendstes Projekt, weil ich musste den auseinanderbauen, dann komplett vorbereiten, lackieren, wieder zusammenbauen, wenn möglich ohne Kratzer. Ja, das war mein spannendstes Projekt. Okay, und die gleiche Frage an Johanna. Mein spannendes Projekt. Ja, wir hatten mal einen Kunde hier, der kam mit einem riesengroßen Weihnachtsbaum aus Metall, den er selber gebaut hat, mit hunderten von kleinen LED-Lichtchen. Und ja, da hat er gesagt, er will, das soll ein Weihnachtsgeschenk werden und er will es halt richtig schön haben. Ja, und dann standen wir hier und haben überlegt und gemacht und getan, wie wir das am besten machen können. Und am Ende hat er sich sehr darüber gefreut und die Frau war auch sehr glücklich. Okay, jetzt weil du gerade kleinste LED-Lichtchen gesagt hast, aus der Handwerks-Community kam auch noch die Frage von Ed Handwerk, was denn da die kleinsten Abmessungen waren, die ihr jemals bei einem Objekt lackieren musstet. Puh, das ist schwierig zu beantworten, sage ich mal. Also jetzt mit den LEDs habe ich gemeint, die waren schon in das Metall reingefräst und die mussten wir halt alle einzeln abkleben, ne? Ja, die kleinsten Lackierungen, das sind mal ein paar Zierstreifen, auch vielleicht Motorradteile oder sowas, die wir gemacht haben, wo ich mich jetzt dran erinnern kann. Okay. Und dann jetzt auch nochmal an Johanna gleich die Frage. Und zwar, du warst ja mal bei der Berufsweltmeisterschaft beteiligt in Kasan in Russland. Genau. Was ist das denn und was hast du bei diesem Wettbewerb denn erlebt? Gut, das sind die Berufsweltmeisterschaften der Berufe, von jedem Beruf, also von jedem Handwerk quasi, ne? Von Friseur bis Koch bis Konditorin, alle sind dort. Und ja, ich war 2019, war ich in Kasan, habe da dran teilgenommen. Was ich da erlebt habe, ist eigentlich unbeschreiblich. Also von richtigen Druck, dass man das Beste geben will und das Beste auch machen will und ganz vorne mit dabei sein will, bis zu am Ende Erleichterung, wo alles vorbei war, der ganze Druck von einem gefallen ist, weil ich zugleich auch noch auf der Meisterschule war und das alles zusammen irgendwie meistern musste. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Man sollte sich anstrengen in der Ausbildung, dass man es irgendwann mal dorthin schafft, weil das muss man einfach erlebt haben. Beschreiben kann man es schlecht. Ist auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles. Und gleich noch hinterher, du hast ja auch in diesem Jahr dann die Meisterprüfung abgelegt. Wie Genau. konntest du das so stemmen? War das sehr schwierig zusammen?
Es war okay. Ich war auf der Meisterschule in Weiterstadt, habe dort meinen Meister gemacht und zugleich war auch dort mein Trainer für die Weltmeisterschaft. Sprich, ich habe abends nach der Meisterschule bin ich dann noch mal ein paar Stündchen länger geblieben, habe dann noch für die Weltmeisterschaft trainiert, bin dann nach Hause gefahren, habe für die Meisterschule gelernt. Am Wochenende musste ich auch in die Meisterschule, abends dann wieder trainiert für die Weltmeisterschaft. Ja, es war schon sehr, sehr anstrengend. Zwischendrin mussten wir natürlich dann auch mal ins Ausland zu Probetrainings. Kanada war ich und ja, dann hat man halt auch ein bisschen was von der Meisterschule verpasst. Das muss man dann abends oder auch während dem Training dann wieder alles nachholen. Aber es hat alles funktioniert. Und wo dann die Weltmeisterschaft vorbei war, der letzte Tag, wo die dann abgepfiffen haben, da war dann alles vorbei, weil die Meisterprüfung war zu dem Zeitpunkt auch vorbei. Und 2 Tage vorher habe ich die Ergebnisse von der Meisterprüfung bekommen. Nochmal Glückwunsch dann dazu auch. Und Danke. Lukas, wie war das dann bei dir, als du die Gesellenprüfung abgelegt hast? War das bei mir? Es war eine Riesenerleichterung, dass du jetzt eine Ausbildung hast und dass du einfach jetzt momentan mal fertig bist und arbeiten kannst. Das war für mich eigentlich das Beste, weil ich mag das nicht mit der Schule, also das habe ich nie so gemocht. Ich gehe lieber arbeiten. Deswegen war das für mich eine Riesenerleichterung. Also arbeiten im Handwerk bedeutet für euch dann quasi einfach unabhängig sein, so wie auf eurem Plakat steht. Ja. Ja. Okay, super. Dann kann ich nur noch sagen, vielen Dank für eure Zeit und danke an unsere Zuschauer fürs Zuschauen. Das war nämlich die letzte Folge der Interviewreihe mit den Kampagnenbotschaftern. Und wie BWA Döbler gerade in den Kommentaren sagt, Mahlzeit. Mahlzeit. Okay. Tschüss, Alles ihr beiden. klar, ciao. Tschö.